Ja, wunderschönen liebe From Software und Elden Ring Freunde zu diesem neuen Video. Und heute soll es da um diese absolut nicen und sensationellen Sturmfalken-Äxte gehen. Und das Coole an den Waffen, ihr habt es gerade gesehen, die Weapon Art ist erstens mal extrem nice und zweitens mal wirklich, wirklich stark. Und das Beste daran ist, die kann man im absoluten Early Game schon holen. Und ich bin da gestern durch Zufall draufgekommen. Ich habe ja gestern das ganze Spiel nochmal durchgezockt, weil ich jeden Boss nochmal aufgezeichnet habe für mein Boss-Ranking, was in ein paar Tagen droppt. Und da habe ich einfach mir diese Waffen da besorgt und habe die dann ausprobiert und bin draufgekommen, die sind erstens ultra stark, man bekommt es ultra early und sie machen einfach mega Bock zum Spielen. Na, schauen wir uns kurz mal die Stats an, Leute. Wir sehen, wir bekommen da zwei Waffen sofort gedroppt. Die Sturmfalken-Axt, ich habe es da schon auf plus 6 und plus 7 gebracht. Übrigens zum Upgraden ist es mit Dunkelschmiedesteinen, das heißt bei plus 10 ist es vorbei. Und man braucht da jetzt nicht ultra krasse Anforderungen. Da genügt, wie man sieht, 19 Stärke und 15 Geschick. Und meiner Meinung nach sind die wirklich, ja, stark. Leute, ich konnte jetzt natürlich sagen, absolut krasse OP-Weapon, aber ich bin nicht so ein Typ, der was da so, ja, OP-Weapon hin oder her. Ich finde schon OP, aber ich will nicht, dass ihr euch das Video anschaut, weil das so krasse OP-Weapon ist. Es ist eine geile, starke Waffe, die was man sehr, sehr bald bekommen kann. Um das geht's nicht um mehr und nicht um weniger. Schauen wir uns ganz kurz an, wo es die Waffe gibt, Leute. Wir sehen, da haben wir Margit das grausame Mal, der erste Boss, das müssen wir geschafft haben. Und dann gehen wir da einfach in das Schloss hinein und kurz vor Godric sind wir da beim Gnadenfeuer Kammer auf Aufzugseite. Und jetzt kommt eine kleine moralische Entscheidung. Da steht so eine Dame und ihr müsst wirklich die umnatzen. Also ich will da gar nichts beschönigen. Die wird umgenatzt, weil diese Dame führt diese Waffen. Man kann diese Waffen auch woanders finden, allerdings so early im Game kann man es eben nur da bekommen. Die Kriegerin Blabla Lux, die wird jetzt einmal ein bisschen da niedergenatzt. Das tut mir richtig leid, aber die hat richtig geile Waffen und das ist mir ehrlich gesagt wichtiger als ihr Charakter in Elden Ring. So, schauen wir uns kurz das Moveset an, Leute. Mit R1 haben wir ganz normal zu. Klar. Mit L1, und das ist eigentlich das Besondere an der Waffe, schlagen wir mit beide Waffen zu, mit beide Äxte. Und das macht dann den guten Damage. Und das Coole natürlich und auch wirklich das krass Starke an der Waffe ist eben die Weapon Art. Da zeige ich jetzt im Hintergrund ein bisschen Gameplay. Die fetzt wirklich übel rein. Na, durch den ganzen Wind staggern wir die Gegner weg. Und wie gesagt, die Weapon Art finde ich persönlich wirklich OP. Die Waffen sonst sind eher ganz normale, gewöhnliche Äxte, aber unfassbar nice zum Spielen. Wie gesagt, ich habe gestern das ganze Game, alle Bosse mit dieser Äxte durchgespielt. Richtig krass, richtig gut. Und die Weapon Art, wie gesagt, die haut übel rein. Und jetzt ganz wichtig, wenn man L2 drückt und dann während der Weapon Art nochmal L2 drückt, dann macht man praktisch eine doppelte Weapon Art. Ich zeige es euch. Ihr seht es. Und das ist richtig stark. Das schaut nicht nur fantastisch aus, das ist richtig stark. Ihr habt Riesenfreude mit den Waffen. Ich wollte euch das unbedingt zeigen. Wie gesagt, wenn ihr vorhabt, dass ihr vielleicht nochmal Elden Ring durchzockt, so kann ich euch diese Waffen uneingeschränkt empfehlen. Absolut nice, absolut gut, absolut stark und machen absolut Fun. Die Sturmfalken-Äxte sind wirklich nice. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch nur ein schönes restliches Wochenende. Wir sehen uns zu einem nächsten Video. Bis dahin. Alles Gute, euer Jack FromSoft.